Weltklasse-Bodybuilder Cedric McMillan ist tot. Er wurde nur 44 Jahre alt. Die Umstände? Tragisch. Das Kraftsportportal Generation Iron berichtet, dass McMillan einen Herzinfarkt erlitt, während er auf einem Laufband trainierte. Im November sprach McMillan über Herz- und Atemprobleme. Er führte das auf seine Corona-Erkrankung zurück. Berühmt wurde McMillan 2017, als er die Arnold Classics gewann.